den ganzen Tag, ich könnte nur Danke sagen, weil das ist, also ich würde jetzt sagen, kommt mal alle hoch, aber das ist blöd. Komm runter. Das Bild ist geil. Schöner Ausblick da oben, ne? Ja, und ich könnte den ganzen Tag nur Danke sagen. Also da erstmal Dank an euch, dass ihr hier wart. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dann denke ich, auch wenn sie fast schon weg sind, die Jungs von der Polizei, die hatten keinen einfachen Job heute, aber schimpft nicht immer auf die blöden Bullen. Die machen das schon jetzt ordentlich, glaube ich. Ja? Okay, ansonsten auch nochmal einen schönen Dank, nochmal ganz offiziell, wie vorhin schon, an Berliner Krankentransport Leitstelle, BKL, das sind die Herrschaften, die uns hier die Rettung gestellt haben. Die haben mir auch gerade gemeldet, es gab auch da keine Zwischenfälle. Auch hier nochmal schönen Dank an Peter Aurich. Okay, ich will euch gar nicht zu lange aufhalten, außer eins noch. Ich glaube, habe ich gerade den Fachmann hier, könnte ich fragen, Petrus ist ein Biker, oder? Ja. Also ich glaube ja, langen Bart hat er auch und ein paar lange Haare, von daher, das muss ein Biker sein, ganz klar. Wie gesagt, abschließend möchte ich nochmal an was ganz anderes... Mach doch mal aus! Ja. Abschließend möchte ich mal an was ganz anderes erinnern, nämlich, weil er gerade da steht. Die Mahnung-Gedenkfahrt, wer da Interesse dran hat, ist dieses Jahr nicht im Oktober. Ja, ist dieses Jahr einen Monat vorgezogen, September. Mit so ein bisschen drumherum und überhaupt Internet, Christel Motorrad findet da. Ja? Ich entlasse euch jetzt einfach und erkläre dann auch, ist noch da, ganz offiziell diese Veranstaltung für beendet. Das muss man so machen, Versammlungsrecht. Aber bitte, zwei Sachen. Erstens, vorsichtig nach Hause fahren. Und erinnert euch bitte daran, dass ihr jetzt wieder ganz normale Verkehrsteilnehmer seid. Und wenn über der Straße so ein komisches rotes Licht ist, dann müsst ihr anhalten. Oh. Ihr lacht, das ist wichtig. Ihr glaubt nicht, was ich für Leute kenne. Wir haben noch einen Blaulichtfahrzeug. Alle anderen, tausend Dank für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn ich euch alle wiedersehe. Am 22. geplant erstmal, ich habe schon die ersten Einwände gehört, geplant 22. August. Kommt einfach alle wieder, bringt die Kumpels mit. Wer zum ersten Mal hier war und nicht so ganz so schlecht fand, erzählt weiter, bringt mit Leute. Weil aufhören tue ich nicht. Nicht so lange wie ich alleine fahre.